Es ist wieder soweit. Der große Essenstest der Kieler Nachrichten findet statt. 31 Stände auf dem internationalen Markt werden von den KN-Testessern ausprobiert. Die beiden Feldköche Frank Hörlöck und Jean-Robert Ramm beginnen ihre Testreise in Swasiland. Eine Liebe gemacht. Sehr lecker. Das kann man nicht anders sagen. Startet sehr gut, muss man sagen. Würzig, frische Sachen. Vor allem viel Bio mit bei, auch Veganes mit bei. Jo. Als Anfang sehr gut. Das hat uns gefallen. Ich denke auch. Geschmacksrichtung, die man sonst nicht kennt. Die würden den Stand wieder nehmen. Jo, definitiv. Das lohnt sich. Kann man wirklich so sagen. Sehr lecker. Und weiter geht es nach Finnland zu Feuerlachs, Rentierrolle und Lapplandwaffen. Durchaus Schmack haben. Jo. Und Zimt und Zucker oben drauf. Lecker. Das ist eine feine Sache. Korrekt. Besser als der Fisch. Also nicht so gut wie der Feuerlachs mit dem komischen Salat dazu. Aber der Lachs war gut. Hm? Nur der komische Salat. Nö, machen wir Zucker dran. Ja. Nö, das schmeckt. Weiß. Das kann man machen. Und letzten Endes doch feine Sache. Ja, sie haben das wieder raus, wieso. Nun fehlt nur noch Indonesien. Ja, cool. Sehr gespannt. Mal schauen, wie das schmeckt. In welche Richtung das geht. Ja, Fazit, ich würde sagen, Swasiland, erste Mal dabei, total klasse, mutig, sehr lecker, frisch, nett. Ne? Finnland hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, es war lecker. Riesige Auswahl, alles da, freundlich, höflich, aber ein bisschen aller Welt. Ja, der Salat hätte besser sein können. Genau, der Salat hätte viel besser sein können. Ja, unsere Nummer 1, Indonesien. Indonesien, stehen. Ass rein, herrlich. Nette Leute, lächeln. Schmeckt. Passt, super. Kann man wieder empfehlen. Ja, super. Sehr klasse, lohnt sich auf jeden Fall. Lecker, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank. Dankeschön, danke. Und wenn es so gut schmeckt, kann man auch gleich da bleiben.